Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Der fünfte Band, der fünfte Ermittler und ob jeder einzelne Band dieser Reihe wirklich so alleine steht, wie das bisher den Anschein hatte, das gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und da haben wir Band Nummer 5 aus der 7-Detektive-Reihe. Der fünfte Ermittler, Frederick Abstraight, ist da. Und ja, das ganze Ding kommt wieder, wie ihr das von den Vorgängerbänden auch kennt. Die kann man hier hinten drauf auch erblicken und sehen. Und auch die noch beiden ausstehenden wieder als großes Splitter-Album-Format. Genau, erschienen. Hier bei uns zulande beim Splitter Verlag für 16 Euro und dieser fünfte Band kommt auf 58 Seiten und erzählt uns einen neuen spannenden Fall mit einem ganz neuen Ermittler, den Frederick Abstraight. Das Ganze spielt im Dezember London 1919. Ja, genau. Und unser neuer Ermittler hat versucht, jahrelang einen Serienmörder, den Greenhill Ripper, zur Strecke zu bringen. Das hat er leider nicht geschafft und ist dann so ein bisschen abgesackt, so ein bisschen dem Alkohol verfallen und auch anderen Rauschmitteln und ist jetzt so für Scotland Yard halt selber eher so die Schande geworden. Ne? Er taucht in Zeitungen auf, wie er da irgendwo besoffen in der Gasse liegt und die Leute von Scotland Yard, die Kollegen, wollen ihn loswerden. Und so findet man einen Fall, da sucht jemand Wichtiges, eine große Persönlichkeit, seine Katze, die ist verschwunden. Und man sagt, hey, Frederick, setz dich da in den Zug und fahr außerhalb von London und such diese Katze. Ne? Man möchte ihn einfach loswerden. Und ja, dieser Fall heißt auch eine Katze im Sack. Also von daher hat man da so diese Verbindung und während er in diesem Zug eben sitzt und gar nicht so richtig Bock hat jetzt irgendwie so, ach, ich muss jetzt diese Katze da suchen und er kann sich nicht so richtig motivieren, passiert es, dass auf diesem Weg hin eine Lawine ausgelöst wird und dieser Zug feststecken bleibt, kurz vor so einem Tunnel, man kommt nicht mehr weiter, der ist verschüttet eben mit ganz viel Schnee. Und was Frederick Abstraight hier noch nicht weiß, ist, dass es dann kurze Zeit später in diesem Zug dann zu einem Mord kommt. Und daraufhin beschließt er halt eben mit noch einem anderen Ermittler, der auch zufälligerweise dort zugegen ist, diesen Fall aufzuklären. Und mehr werde ich hierzu jetzt gar nicht erzählen. Das Ganze ist wie immer vom gleichen Autorenteam von Erik Anna erdacht und ist von, wer hat das Ganze hier nochmal gezeichnet? Das ändert sich nämlich immer. Das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Genau, die Zeichnung kommt von Julian Motelaer und die Farben von Lou. Es sieht halt ganz wie immer gewohnt nach dieser 7-Detektive-Reihe halt eben aus. Ne? Wer auf diesen Zeichenstil steht und abfährt, der kann da auf jeden Fall zugreifen und reinschauen. Also ich mag diesen Stil sehr gerne. Was auch wieder sehr schön dieses Mal ist, ist, wir haben hier im fünften Band nicht diese verhassten Gesichter, die manchmal, also von mir gehassten Gesichter, die in Band Nummer 4 und auch in Band Nummer 2 mal aufgetaucht sind. Da habe ich euch ja auch schon mal von erzählt, da bin ich nicht so Freund von, ne, dass man dann einfach irgendwo dann die Sprechblasen so mit den Gesichtern irgendwo in den Ecken so hinmacht. Das haben wir hier nicht, Gott sei Dank. Also ganz, ganz toll wieder hier so vom Lesefluss her, auch was die Panels eben angeht. Der ist sehr textlastig, also hier wird sehr, sehr viel drin erzählt und auch erklärt. Und natürlich dem einen oder anderen, wenn man Zug hört und Kriminalfall, ist man sofort halt bei Mord im Orient Express von Agatha Christie, ne, mit hier dem Pierrot. Und so ein bisschen erinnert das auch tatsächlich daran. Also man hat total diese Mord im Orient Express Vibes, die hier mit einhergehen. Und er liefert aber trotzdem
einen interessanten, spannenden und auch etwas anderen Kriminalfall. Also ich habe das halt auch so wieder mal nicht kommen sehen, was da drin passiert, und kann sagen, wir haben einen sehr coolen, relaxten, schon fast sehr, schon fast sehr, sehr verruchten Ermittler auch hier, ne? Also dadurch, dass er dem Alkohol und auch gewissen anderen Sachen nicht so ganz abgeneigt ist, hat Frederick Abstraite so eine gewisse Art eben auf Lager, ne? Auch so mal hier und da den flapsigen Spruch. Das hatten jetzt so die anderen Ermittler dann meistens nicht, die waren dann so ein bisschen geerdeter, aber er ist halt wirklich einfach eine coole Sau und hat es trotzdem drauf, ne? Also der Fall hat mir auch extrem gut gefallen, also besser als der vierte, besser als der zweite, und reiht sich so mit dem Miss Crumble und auch mit dem hier das Spukschloss in Schottland so auf einer Ebene ein. Ne? Und wir haben hier auch zum Ende hin eine echte Überraschung, weil wir begegnen hier einem Ermittler oder Ermittlerin aus einem der Folgebände. Und da war ich total begeistert, weil ich dachte, sind die doch nicht alleinstehend so, also dass jeder Ermittler nur einfach seine Geschichte hat und fertig, sondern wir bekommen jetzt hier so eine Art Crossover. Und das passiert jetzt zum Ende hin, und ganz am Ende wird noch was angeteased, was wohl darauf hindeutet, dass diese Reihe viel mehr miteinander verstrickter und verwobener ist, als man das vorher so angenommen hat. Und ich bin total begeistert, weil das diese Bände nochmal irgendwie so auf so ein anderes Niveau hebt. Also ich bin jetzt echt mega gespannt auf den 6. und auf den 7. und hoffe sogar, dass mit dem 7. vielleicht dann gar nicht Schluss ist, sondern dass dann einfach nochmal eine weitere Reihe oder eine weitere Staffel oder ne, irgendwie von den 7 Detektiven dann vielleicht kommt, je nachdem, wie jetzt eben Band 6 und Band 7 dann so verlaufen. Aber Band 5 hat wirklich am Ende mir so ein Gefühl gegeben, dass ich dachte so, wow, es ist doch größer, als ich angenommen hätte. Und gerade das macht so extrem viel Spaß. Also lest den hier, am besten die anderen auch noch so ein bisschen davor. Und dann bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Habt ihr den schon gelesen? Ja oder nein? Interessiert euch diese Reihe? Gerne unten in die Kommentare rein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wenn das der Fall sein sollte. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Ingo. Ciao.